Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Build Minecraft Sierra Projekt von Heidel. Ihr habt letztes Mal gesehen, was ich hier gebaut habe. Und auch, glaube ich, die ganze Inneneinrichtung, genau. Aber was ihr noch nicht gesehen habt, ist das hier. Das hier ist der neue Bahnhof von Ziegerau der Region und von Hanningen insgemein. Ja. Und dann gibt es hier halt diese Brücke, die ist gebaut aus Tropenholz und Stein, damit die ein bisschen stabiler ist und ein bisschen mehr ab kann. Ich habe gerade die Musik ein bisschen leiser gestellt, weil das war echt ein bisschen viel gerade. So, dann gibt es hier die Logistikrampe, da geht aber gleich noch in den Verbindungstunnel. Ticketkauf, Stellwerk. Ist übrigens das Gebäude, das ist einem, einem realen Gebäude nachempfunden. Es ist doch ein wenig breiter geworden als geplant, aber ich denke, es reicht aus. So, das hier zum Beispiel die Abteilung für den Verkehr, wo man dann ja Tickets kaufen kann. Also ganz normal für Zivilisten, die einfach nur irgendwo hinfahren wollen. Und das hier ist für die Logistik, da kann man anmelden, dass man Ware hat, die man dann transportieren lassen will. Und kann dann einfach mal... Genau, Aufnahme läuft, das ist wirklich schön. Wäre blöd, wenn nicht. Ja, und kann dann die App transportieren lassen. Das hier soll das Stellwerk darstellen, ist ein bisschen Impro, keine Ahnung. Ich habe aber was probiert. Und ja, ich denke, es reicht fürs Erste. Ja, so sieht das Ding auch übrigens von oben aus. Ja, also ich habe diesmal wirklich darauf geachtet, dass ich mehr Platz habe, dass ich mehr Platz einsetzen kann. Weil den letzten Bahnhof, den ich gebaut habe, der ist der da hinten vom Birkewelsche, der bei dem Handelshafen, an den ihr euch vielleicht noch erinnern könnt. Wenn nicht, springt ein paar Folgen am besten zurück, wenn ihr das sehen wollt. Also der wäre wirklich klein. Ja, ich gehe mal hier rein. Also, hat sich gereimt. Wayne. So, hier hat man halt diese breite Straße, die hier reingesetzt worden ist. Da kann man die Ware bis hier vorne hin transportieren, noch auf Deloren laden. Und, ja. Hier endet es halt auch, ne? Es gibt insgesamt drei Gleise, wie man schon sehen kann. Erstmal. Und, ja, ich gehe mal hier runter. Zum Dach komme ich dann auch noch. Ein schöner, breiter Verbindungstunnel hier durch die Gegend zum Gleis 1 und 2. Das war hier das Gleis 1. Da sieht man schon, das geht zum Logistikbereich. Gleis 2 geht zu Kornkeim und zum Hauptbahnhof. Das ist der hier. Alles ziemlich lang und groß gestaltet, der örtlichen Begebenheit sei Dank. Sieht das jetzt schon teilweise richtig realistisch aus, von den Größenverhältnissen, was es noch nicht war sonst vorher. Oh ja, natürlich die Antriebsschiene und Sensorschienen reingebaut, dann geht das ganz gut. So mache ich das immer und dann gibt es hier noch dieses Gleis, das habe ich allerdings nicht markiert. Wo das denn geht, das werden wir auch noch sehen. So, ich zeige euch jetzt mal das Dach. Wie man von unten schon hat sehen können, ist das hier 1, 2 hoch und dann nochmal hier die oberste, das ist so die dritte Ebene. Dann geht es hier mal 2 nach außen und 1 runter und hier nochmal 1 schräg nach unten. Ja, ich glaube, das ist auch, es ist angelehnt an etwas, es ist ihm aber nicht nachempfunden. Also es ist schon, garantiert gibt es das irgendwo, das Design, das ist... Ist mir zumindest einleuchtend. So. Das hier ist das vom Logistikgleis. Da habe ich ein bisschen was falsch gemacht. Deshalb musste das hier lang gelegt werden. Ja, das geht hier entlang, ne? Weil so ein Kiesberg einfach aufgeschüttet, da hält ein Gleis gut drauf. Dann weiß man ja, geht das hier hoch. Ja, habe ich hier eine kleine Brücke raufgebaut. Der geht dann hier runter. Und das hier ist dann die große, breite Trasse. Ja, also die Brücke sieht nicht ganz so toll aus, aber die musste leider sein, weil ich dann Zeit sparen wollte, um ehrlich zu sein. Ja, es war wirklich eine Zeitsparsache. Und ja, dann gibt es hier das eine Gleis, was Richtung Kronkheim führt. Das geht halt auch mit dem anderen Gleis hier zusammen. Geht durch den Tunnel, da sieht auch alles recht ordnungsgemäß aus. Alles schön geordnet halt.
Und dann geht sie auch auf diese große Trasse drauf. So, dann gibt es hier dieser Steilhang, ja, und den habe ich hier quasi mit den Holzstämmen verstärkt, damit das Zeug nicht rausbricht und dann irgendwie ja, die Bahn beschädigt oder die Gleise, das wäre ja blöd. So, dann geht es erstmal hier lang. Das könnte ich eigentlich auch zeigen in einem Waggon. Das mache ich gerade mal in der Lore. Das kostet jetzt ein bisschen Zeit, tut mir leid, aber ich finde das gerade irgendwie ein bisschen besser, als die ganze Zeit alles so manuell abzufliegen, weil immerhin ist das ja hier eine Bahn. So, es müsste eigentlich alles funktionieren. So, gucken wir uns das mal an. So, das ist jetzt das Gleis Richtung Gronkheim. Das wird auch Richtung Gronkheim gehen und ist dort auch angeschlossen, also ist alles schon angeschlossen, glaube ich, und es läuft eigentlich ganz gut. Da hinten sind Schweine. Die tun der Strecke vorerst nochmal nichts. Ansonsten, ich habe schon ein paar Tiere leider töten müssen, damit hier die Strecke unbehindert bleibt, weil Loren können ja keine Tiere überfahren, das geht ja nicht. So, dann geht sie wieder runter von diesem leichten Hügel. Dann geht sie gleich nochmal ein bisschen hoch. Also ich habe das auch in die Landschaft angepasst, natürlich. Ich wollte ja nicht wieder hier so ein riesen Terraforming-Ding machen. Hier hinten links hat man gerade schon gesehen, einen Tunnel, der aufgebaut wurde. So, das geht dann hier entlang. Genau, hier stockt das dann. Ich glaube aber, das ist so die einzige Schwäche, nach der ich hier... Ja, noch nicht ganz so ausgereift. Darum habe ich mich noch nicht gekümmert, aber ich glaube, da mache ich auch nicht mehr viel. So, dann geht es hier hinten lang. Das kennt ihr vielleicht auch noch, aber vom Rumpelareal. Jetzt geht es gleich in Gronkheim rein. So, hier entlang und dann kommt man hier rein. So, und das kennt ihr eventuell auch noch, das ist hier der Bahnhof Gronkheim. Ich fahre hier manuell gerade nochmal hoch, um euch zu zeigen, wo es dann hingeht. Und zwar bis hier, pam. Ja, es geht nicht weiter, denn das hier ist ein in die Leere laufendes Gleis. Was auch gar nicht so gut gesetzt ist bezüglich hier auf dieser Gleise, die hier liegen. Aber das ist ja vor langer Zeit schon passiert. Und ja. Also von daher, ja, ne? So, ich werde jetzt gerade auch nochmal das andere benutzen. Das andere fahren, das andere abfahren. Ich muss gerade nochmal gucken. Das war das linke. Glaube ich, muss ich mal gucken. So. Ah, der Soundtrack Deponia 3 habe ich noch nicht gespielt, aber das LP schon von gesehen. Gutes Spiel. Genau. Ein bisschen dämlich gestaltet, ich weiß, aber mir fiel auch nichts Besseres ein. Ja, hier geht's runter, hier geht's dann ins Hopp. So. Hier ist dann das Umschlagwerk. Habe ich mir gedacht. Von Umschlagplatz, von Logistiker der ganzen Region Ziegerau. Hier soll alles hingehen. Das heißt, ich werde auch noch ein paar Gleise verlegen müssen. Hier hinten vom Logistikhafen habe ich ja schon Tunnel angefangen. Das habt ihr eventuell auch schon gesehen. Wenn nicht, nochmal die eine Folge, wo ich das euch präsentiert habe. Am Birgewälte. So. Ja, die sollen ja auch noch reinkommen. Das geht mit dem Tunnel eigentlich ganz gut. Das werde ich dann eventuell hier reinlegen, weil hier ist ja noch Platz für zwei Gleise. Und dann geht das auch. Ja, und dann soll schließlich, da werde ich wahrscheinlich hinten noch ein bisschen expandieren müssen oder nach hinten raus. Da werden noch mal ein paar Gleise reinkommen. Die gehen, zwei oder drei, die gehen dann zur Lagerstadt oder Logistikbahnhof Le Pléton. Ja, das ist ein großes Ding. Das wird eventuell am Hauptbahnhof Le Pléton dran sein. Eventuell aber auch nicht. Das weiß ich momentan noch nicht genau. Und hier geht's halt, was ich jetzt gerade interessant finde, dass hier nicht weitergeht, den Tunnel runter. Wahrscheinlich ist der neue Patch schon nicht drauf, weil der soll das, glaube ich, beheben. Der Tunnel wurde auch natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden gebaut.
was man sich eventuell gut vorstellen kann, sollte man selbst machen. Das gibt's doch nicht. Minecraft spielen. Ja, und dann geht sie halt in den nächsten Tunnel rein. Den kennt ihr bereits auch schon. Der ist, finde ich, ein bisschen schöner gebaut. Da musste ich nicht ganz so viel unternehmen. Da musste ich halt das Gleis in der Mitte wegpacken, nach außen setzen. Es war zwar auch ein wenig Arbeit, aber das ging vergleichsweise noch. Der Tunnelbau war zeitaufwendiger, deutlich zeitaufwendiger. Gehst hier entlang durchs Birkewäldsche. Durch das Bekannte. Hui, ziemlich turbulente Fahrt. So, dann kommt man hier an. Da habe ich extra nochmal ein Gleis geschafft. Ne? Na? Na. So, Shift war das. Links-Shift, absteigen. Ja. Dann habe ich extra hier noch an der Seite ein Gleis hingeschafft. Mit dem kann man dann auch nach Hanningen fahren. Ist eine ganz gute Sache. So ist Hanningen halt auch mit der ganzen Region angebunden. Mit Gronkheim, mit dem Handelshafen. Und durch den Bahnhof Gronkheim, wo das auch angeschlossen ist, wo der auch hält, die eine Verbindung, kann man da umsteigen und kann dann hier Richtung, oh, Rumpelareal weiterfahren. Also man ist komplett angebunden an die ganze Region mit dem Bahnhof Hanningen. Und das werde ich auch gerade nochmal kurz zeigen, überregional. Das wird der erste Bahnhof sein, der überregional angebunden ist. Zumindest halt auch hier in Ziegerau. Weil hier auf diesem Platz ist ja, auf dieser Insel ist ja noch, beziehungsweise Halbinsel, ist ja noch genügend Platz für ein weiteres Gleis. Da fragt man sich natürlich, hey, wo ist da noch genug Platz? Und zwar genau hier. Ich muss da nur ein bisschen was begradigen und dann kann ich nämlich noch ein relativ kleines Gleis, ja, hinlegen. Aber zum Beispiel, wenn ich das hier hinausführe bis hier, dann ist das auch eine ordentliche Länge. Und dann geht das Gleis hier in diese Richtung. Und erschließt ein ganz neues Areal, was auch bebaut werden soll. Allerdings ist das hier eher ein, zumindest auch dieses Gebiet, ein landwirtschaftliches Gebiet. Ich denke, da werden auch einige Schafe da sein können für die Wollgewinnung. Dann vielleicht noch eine Webhütte oder sowas und eventuell auch ein paar Felder. Das weiß ich momentan noch nicht genau. Also auf jeden Fall geht es da hinten raus. Und das ist auf jeden Fall auch schon mal nochmal eine Möglichkeit zu expandieren. Also das wäre die eine Möglichkeit zu expandieren. Es gibt noch zwei weitere, und zwar da hinten entlang. Das hat man vom Logistikhafen gesehen. Also wenn man hinten bei den Schiffen steht, ne, und vorne auf die Insel drauf guckt, auf die Ziegerau, und dann nach rechts blickt, dann gibt es ja diese große Steilküste. Ne? Also ich kann mir das gerade besser vorstellen, weil ich das die ganze Zeit spiele. Aber jedenfalls gibt es eine große Steilküste mit dem Tropenwald. Aber dahinter ist eine ziemlich große Weidenfläche. Also mein Computer ist einfach zu schlecht für Minecraft. Habt ihr auch so welche Probleme? Schreibt es in die Kommentare. Ach, Mann, das ist einfach. Minecraft gilt so als einer der, ja, unintensivsten Spiele, die es momentan gibt und die momentan so gehypt und gespielt werden. Ja. Liegt daran, dass alles in diesen Klötzchen-Symbolen ist, Klötzchen-Betrachtung ist, ne? Also genau da in der Richtung ist es. Ja. Aber das trügt, denn es muss ständig die ganze Welt neu geladen werden. Und das zieht den Computer doch ein bisschen runter, selbst wenn er so gut ist wie meiner. Und meiner ist mittelmäßig gut momentan. Also er ist nicht Bombe, aber er geht. Er geht für Battlefield 4 in besser Qualität? Nee, ja, doch, teilweise. Teilweise. Ruckelt teilweise ein bisschen. Na gut. So, mit hier auf dem Blick, mit dem Blick auf die LBTS TM1 möchte ich mich verabschieden für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, dann könnt ihr auch einen Daumen runter geben. Habt die Kommentare dazu, wie könnte der Bahnhof dann noch aussehen? Wie könnte man das vierte Gleis noch anbringen? Sollte man das machen? Was könnt ihr euch vorstellen in dieser expandierten, also in dieser eine, die ich euch gezeigt habe, expandierende Richtung?
hinzubauen. Was könnte man da machen? Und was haltet ihr generell von dem Projekt, Sierra-Projekt, der dem Ziel dient, dem, ich konnte es schon mal besser formulieren, dem Saraza, aber auch Kong, Sarge und Rumpel, die LBT-Leute und auch anderen Let's Playern zu zeigen, wie sehr man doch eigentlich seine, ihre Mühen schätzt und ja, ihnen einfach mal ein bisschen was, ja, Ehrerbietung erweisen will. Das trifft es ganz gut. Gut, dann danke fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Ciao.